die Frage, was weiß man über das Licht, das manche bei längerem Sitzen sehen, ist das ein helles Licht. Wenn man stirbt, sieht man dasselbe Licht. Das sind ja schon wieder viele Fragen. Also Nummer eins ist erstmal, dieses Licht, Nimitta, wird das genannt, sieht man wirklich nur, wenn man länger sitzt, wenn man durch die Hindernisse ohne Turbulenzen durchgekommen ist. Es gibt zwei Varianten davon. Eine forcierte, mehr Vorstellungsbild, die führt auf Abwege. Ja? Die benutzt man bei Visualisierungen und also ein Schamane kann den Patienten, würde ich das mal nennen, mit dem visualisierten Licht zum Heilen bringen. Hm? Man kann sich selber das mit Schielen oder Konzentration hier oben hin auch herbei fokussieren. Hm? Das ist aber nicht das, worum es geht. Das Licht, worum es geht, zeigt sich von selber, wenn Körper und Geist von selber zur Ruhe gekommen sind. Zur Ruhe gekommen sind. Zur Ruhe gekommen sind. Immer feiner, subtiler. Ja. Irgendwann dann taucht so ein ganz scheues Licht auf. Und mit der Zeit, wenn man nicht danach greift, wenn man keine Ambitionen hat, das haben zu wollen, es ist tricky. Es ist, gerade gibt es so einen Übergangsbereich, wo man dann so ein bisschen, wo es einem gut geht, so ein bisschen Euphorie, das innere Lächeln, kann man eben auch so feststellen. Dann möchte man das natürlich verstärken und haben und dann wird es nichts. Es ist eher vergleichbar wie Sitzen an einer Tränke in einem Wald oder so. Das ist ganz still. Man ist ganz still und kann die ersten Tiere kommen sehen zur Tränke. Die trauen sich dann. Und dieses Licht, das ist ein ganz scheues, ganz seltenes Tier. Eher damit zu vergleichen. Wenn Körper und Geist wirklich ganz, ganz ruhig sind. Extrem ruhig. Hm? Dann taucht das auf. Ist enorm wichtig. Ne? Aber um jetzt auf die Frage noch einzugehen, die Erwähnung, dass Mensch das erlebt hat, ist normalerweise in höchster Vertrauensgeschichte, weil das gleichbedeutend ist mit Erleuchtung, ja, in vielen Traditionen. Für mich hat das keine Bedeutung, ja, weil ich diese Kontemplation auf das Licht, so wurde das bei den Beginen genannt, ein besonderer Orden im christlichen Glauben, und ich habe das vermittelt gekriegt von einer Frau, die das wiederum von der Beginin quasi beigebracht gekriegt hat im Zweiten Weltkrieg, als Vierjähriger. Und dann ist natürlich, sind nicht viele Hindernisse da, weil der, man ist noch nicht mit so vielen Vorkonzepten belastet und so. Also man kommt da relativ schnell hin. Ein kleines Gebet vom Schlafengehen und dann merkt man den Unterschied zwischen dem Eingebildeten und diesem wirklichen Nimitta und lässt die Finger davon. Und dann wird es größer und man geht darin auf und kann eben so Heilung erfahren und so. Aber je älter man wird, umso mehr hat man Konzepte, durch die man durch muss. Also die Hindernisse werden wichtig und man möchte was erreichen. Wenn man was erreichen will, dann kommt man da nicht hin. Nur in den Momenten, wo man dann in sich zufrieden ist. Also wir reden hier von was man in erster Linie selber erleben sollte. Alles, was man darum erzählt und so, ist dann verstärkt nur, dass man will dahin. Ja. Das hat keinen Sinn. Anfangen zu meditieren, eigene stetige Praxis, 20 Minuten morgens, 20 Minuten abends,
das ist, glaube ich, TCM-Standard, der MBSR, also Mindful Based Stress Reduction, Mindfulness, Achtsamkeitsmeditation, morgens 30 Minuten, abends 30 Minuten. Wisst ihr selber, dass es dann mit Tagebuch schreiben und auch in den Rückmeldungen mit den Kursleiterinnen und so, um eben diese Hindernisse zu bearbeiten. Aber diese Praxis wäre gut. Ne? Morgens eine Zeit, abends eine Zeit und erstmal dabei bleiben. Erstmal dabei bleiben. Stetig. Auf dass das wirklich eine Gewohnheit wird. Das ist das Wichtigste. Nicht hinter diesen Geschichten her sein. Ne? Wenn die auftauchen, ist das gut. Weil die tauchen eben von selber aus. Ne? Und je mehr ich den Sternbildern Namen gebe, umso weniger kann ich sie wirklich wahrnehmen. So ähnlich ist das mit dem Limiter. Hm. Aber der Vollständigkeit halber, es gibt da Versuche, es gibt ja diese Nahtoderlebnisse und so weiter. Ich selber habe mich da nicht so reingesteigert, aber ich weiß zumindest, die Neurowissenschaften können das auch künstlich herstellen, dieses Licht. Und es scheint das Gleiche zu sein. Hm. Also soweit ich mich noch erinnere, sind die gleichen EEG-Zustände da feststellbar und bestimmte Hirnregionen und so und bla 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 bla. Also es scheint das Gleiche zu sein. Aber das ist eben mir nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass man das Mensch auf den Weg kommt zur eigenen Meditationspraxis, lernt, das Lächeln entwickelt, merkt, ich muss dass der Tag da, also wie ich meinen Tag verlebe, damit zusammenhängt, enormer Einfluss darauf hat, was ich träume, Einfluss darauf hat, was mein Geist macht im stillen Sitzen. Und dann auch im Tagesverlauf freundlicher, aufmerksamer und gelassener mit mir, mit den anderen wird, von mir aus sogar aus blankem Egoismus, ne? Weil man merkt, es tut mir gut, es hilft mir, alle anderen sind zu mir freundlich, aufmerksam und gelassen. Das tut mir gut. Ich bin's mit mir, fühlt sich gut an. Ich bin's mit anderen. Und der Widerhall fühlt sich auch gut an. Also da kann man auch materialistisch dran gehen. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Auch für Andreas mit der Frage. Also wir haben einmal Neurowissenschaften deutet darauf hin, dass es das Gleiche ist. Selber feststellen ist wichtig. Und es ist leider so, das Falsche kann man erzwingen. Führt auch zu Kopfschmerzen, wenn man es schielt. Es gibt Techniken, die das anwenden. Also es führt wirklich zu Abwägen. Wenn ihr solche herbeigeführten Techniken habt, dann bitte von jemandem anders, der Erfahrung hat, machen lassen und nicht immer wieder anwenden. Ja? Sondern das sind eben, wenn man was erreichen will, dann geht man in Richtung Erreichen und dann lässt man das los. Das ist ein Instrument. Dieses Nimitta, was von selber kommt, das kann man kultivieren, aber das ist sehr subtil. Denkt an die Tränke. Das ist ein sehr, sehr seltenes, scheues Tier. So viel dazu.